What I eat im Flieger. Wir fliegen nämlich nach New York und ich habe euch mal gezeigt, was es so im Flieger zu essen gab. Zur Begrüßung gab es erstmal einen Orangensaft mit ein bisschen Minze. Dazu gab es noch Kekse. Und dann gab es auch schon die Hauptspeise. Es war einmal so ein Glasnudelsalat, der war so lala, sage ich euch ehrlich. Und dann gab es so Nudeln bzw. Maultaschen in so einer Tomaten-Spinatsoße. Die waren wirklich lecker, muss ich sagen. Also es hat mir auch beim gesamten Flug am besten geschmeckt. Und dazu habe ich dann noch einen Apfelsaft getrunken. Als Nachspeise gab es dann so einen Kuchen. Der war auch lecker, also da kann man sich nicht beschweren. Und dann haben meine Mama und ich noch so Vitaminshots getrunken. Die haben wir extra von zu Hause mitgenommen. Dann hatte ich noch einen kurzen Nap, wurde geweckt, weil schon das nächste Essen kam. Das war rote Beete mit Hummus und Brokkoli. Und dazu gab es noch so einen Fruchtsalat. Ich muss sagen, das hat nicht so gut geschmeckt, aber wir sind ja auch in 1,5 Stunden da und ja, danach kann ich was Richtiges essen. Der Fruchtsalat war aber richtig lecker. Und zum Schluss gab es noch eine Schokolade. Das war's auch schon. Wir freuen uns auf New York.